Und das ist Rupert. Werner. Agathe. Hedwig. Maria. Rosemarie. Und Martina. Bitte, danke. Und das, Fräulein Maria, ist Baroness Mathilda, unsere Hausdame. Ich freue mich. Guten Tag. Guten Tag. Zeit zum Umziehen, zum Abendessen. Jawohl, Vater. Kommen Sie, ich führe Sie in Ihr Zimmer. Kommen Sie. Franz? Wissen Sie, die wievielte Gouvernante Sie sind? In den vergangenen 4 Jahren? Die 26. Ich verstehe es selbst nicht, wieso wir immer die Schwierigkeiten haben. Aber Sie werden es leicht haben, liebes Fräulein Maria, wenn Sie sich genau an die Anordnungen des Barons halten. Ordnung und Disziplin, das ist die Hauptsache für ihn. Darin duldet er nicht die geringste Überschreitung. Im Krieg war er ein berühmter Offizier. Fortwährend hat er Heldentaten vollbracht, alle unter Wasser. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, und dann kam die Revolution und die Niederlage. Herein. Ihr Gepäck, Fräulein. Danke. So, und hier ist Ihr Schrank, mein Kind. Das Schlimmste für ihn war vor 4 Jahren der Tod seiner Frau. Gewiss, er liebt seine Kinder sehr, aber er hat keinen Kontakt zu ihnen. Ja, die Kinder brauchen halt eine Mutter. Warum heiratet er denn nicht wieder? Sehr wahr. Wissen Sie, es ist vielleicht zu früh, davon zu sprechen, aber ich habe das Gefühl, es hat sich endlich etwas angesponnen. Es ist die Prinzessin Yvonne, eine zauberhafte, wirklich internationale Erscheinung, eine Grande Dame. Er ist schon lange zu ihr eingeladen, aber er kommt doch nicht fort von hier. Es wird ein großer Beweis seines Vertrauens Ihnen gegenüber, wenn er jetzt fahren würde. Oh, Sie müssen sich umziehen, mein liebes Kind, zum Abendessen, bis nachher. Lieber Gott, gib ihm recht bald eine gute Frau. Lätzchen? Ich mach mich nicht schmutzig. Guck mal, hier ist es in seinem Zuckerstuhl. Was ist das Beschädigte? Ich glaube übrigens, Baroness, dass ich morgen verreisen werde. Das hatten Sie ja schon lange vor. Seid mir nicht böse, ich finde das fürchterlich. Warum lauft ihr denn nicht einfach mal über den Rasen? Oder warum spielt ihr nicht miteinander? Aber da machen wir uns doch schmutzig. Ja, manchmal muss man sich doch schmutzig machen. Habt ihr denn gar nichts anderes anzuziehen als die steife Zeug? Nein, was sollen wir denn anders haben? Naja, also dann kommt.
Nähstuhl, wo macht's hier? Warte mal, na, Frau Höpfel könnte doch... Ja, natürlich. Ich bin gleich wieder da. Frau Höpfel, ich habe so eine große Bitte. Könnten Sie nicht etwas für die Kinder nehmen? Ja, was denn? Nur Spielkleider, passen Sie auf, liebe Frau Höpfel. Was ganz Einfaches aus alten Stoffresten haben wir nicht sowas? Weiß nicht, recht alte Vorhänge oder solche Sachen. Das wäre doch herrlich. Passen Sie auf, daraus schneidern wir für die Mädchen ganz einfache Kittel. Auf die Plätze! Achtung! 1, 2, 3! Was sind denn das für fremde Kinder in unserem Park? Sind unsere Kinder, Baroness. Wie bitte? 90, 100, ich komme! Sie uns verraten. Das ist wieder alles aus. Halt den Schnabel und komm sofort runter. Frau Maria! Frau Maria! Frau Maria! Ja? Also, liebes Kind, ich bin entsetzt. Ich muss Ihnen ganz energisch sagen, dass der Baron sowas nicht wünscht. Wünschen ist gar kein Ausdruck. Er will böse werden, so böse werden. Dann soll er böse werden. Ich gehöre hier nicht zur bezahlten Dienerschaft. Ich gehöre nach wie vor zum Kloster. Ich bin nur ausgeliehen. Aber ich kann es nicht mit ansehen, wie die Kinder hier gehalten werden. So gedrückt und so unfrei. Jedes Dorfkind hat's ja besser. Verzeihen Sie bitte, aber ich musste das einmal sagen. So, Kinder, und jetzt wollen wir weiterspielen. Dann hilft es nichts. Da muss ich den Baron Meldung machen. Übergebe. Dankeschön. Ja? Ja, Baroness? Ich fürchte, dass wir sie nicht behalten können. Sie hält sich überhaupt nicht an ihre Anordnungen und führt die unglaublichsten Neuerungen ein. Die unglaublichsten, sage ich Ihnen. Ja, das ist ja alles fürchterlich. Ja, da hilft wohl nichts, dann muss ich halt nach Haus kommen. Ich danke Ihnen jedenfalls, Baroness. Gute Nacht. Nach Haus? Ist was passiert? Ja, schon wieder Schwierigkeiten mit den Kindern. Na was? Du hast mit 7 Kindern mehr Ärger als ich mit 50 Angestellten der Bank. Und da überlegst du noch, ob du heiraten sollst? Hast du nur endlich mit der Prinzessin gesprochen? Ja. Na und? Sie hat mir einen Korb gegeben. Das glaube ich nicht. Einer der nettesten und ganz nebenbei gesagt einer der wohlhabendsten Männer von Österreich kriegt einen Korb. Mein Lieber, ich bin ein Witwer mit 7 Kindern. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Ist was? Gar nichts ist. Wieder mal die Kinder. Der Baron und die Kinder. Ein Roman könnte man schreiben. Warum sind die Kinder überhaupt zu Hause? Kinder gehören in ein Internat. Er ist doch nie eine Ordnung. Ich bin in einem Internat aufgewachsen. Und ich war sehr unglücklich dort. Naja, aber Kinder sind doch verschieden, nicht? Eben. Und ein bisschen Unglück in der Jugend ist doch die beste Vorbereitung fürs Leben, nicht? Die Yvonne hat vollkommen recht, lieber Trapp. Geben Sie doch die Kinder in ein anständiges Internat. Dann kommt auch alles andere in Ordnung. Alles. Ich verspreche es Ihnen. Sie haben recht, Fürstin. Ich tue es auch. Müssen Sie jetzt gleich wieder weg? Oder kommen Sie morgen noch mit in die Oper? Ich habe eine losgenommen. Ja.
Martina, hast du Angst? Nun, wer wird sich denn vor einem Gewitter fürchten? Komm her, du darfst bei mir bleiben, Spatz. So, siehst. So, was machen denn die anderen? Die schlafen, die haben keine Angst. Du, Martina, guck mal zur Tür. Eben hat Martina gesagt, ihr hättet keine Angst. Na, kommt schon her. Gleich rauf aufs Bett. So. Jetzt fehlen bloß noch die Buben. Bei denen ist alles ruhig. Buben haben ja keine Nerven. Schaut doch mal zur Tür. Na, was denn? Habt ihr etwa auch Angst? Nein. Wir wollten nur mal schauen, ob sie vielleicht Angst haben. Och, ihr Schwindelmeier. Na, holt euch was zum Setzen. Ja. Ihr Angsthasen, kommt doch unter der Bettdecke vor. Ja, was mache ich denn mit euch? Ich weiß was. Wir singen so laut, dass man den Donner überhaupt nicht hört. Hm? Mhm. Werner, hol mir doch mal meine Gitarre, ja? Dankeschön. Komm, setz dich auf mein Knie, das ist ein Hottehü, das ist ein Hottebrrr mit silbernem Geschirr. Hopp, 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 Pferdchen lauf galopp, wir reiten ins Schlaraffenland, wo's Kuchen gibt und Zuckerkant. Hopp, 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 Pferdchen lauf galopp. Wir reiten so geschwind, hui, wie der Wirbelwind. Auf einmal heißer Sa, sind wir in Afrika. Hopp, 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 Pferdchen lauf galopp. Doch nur nicht zu den Eskimos am Nordpol, denn da friert man bloß. Hopp, 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 Pferdchen lauf galopp. Mit Hü und Peitschenknall, tripp, trapp geht's in den Stall. Mein Liedchen ist gleich aus, drum geht's nach Haus. Hopp, 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 Pferdchen lauf galopp. Zum Stall, wo Stroh und Hafer stehen, dein Reiter, der muss schlafen gehen. Hopp, 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 Pferdchen lauf galopp. Nochmal, nochmal, Franz? Bitte? Hören Sie das? Soll ich hinaufgehen, dass Sie aufhören? Ach, nicht nötig. Morgen kommt der Herr Kapitän zurück. Um Gottes Willen, Fräulein Maria, Sie werden doch heute den Kleinen nicht diese entsetzlichen Kittel anziehen. Nein, im Gegenteil, ich verstecke Sie. Verstehen Sie mich doch richtig. Ich möchte es vermeiden, dass der Baron Sie ins Kloster zurückschickt. Am besten, Sie führen ihm die Kinder gleich in der gewohnten Ordnung entgegen. Er erwartet das. Aber das tue ich ja, sehen Sie doch. Ich kann das gar nicht mehr, so geschniegelt da rumzuspazieren. Können wir lieber spielen? Lieber nicht, Werner. Wir dürfen uns doch nicht schmutzig machen. Das können wir Maria nicht antun. Sonst fliegt sie doch. Wir brauchen uns ja nicht schmutzig zu machen. Kommt. Ich weiß was. Wir spielen U-Boot. Ja, ja, los, gut, Kinder. Schick dich ein Torpedo, Mann. Ich muss aber dabei. Also los, Ausdruck. Mach mich klein. Achtung. Wir begeben uns jetzt auf Erkundungsfahrt an die brasilianische Küste. Jawohl! Alle Mann an die Schotten! Hau rein! Was macht ihr denn da? Ja, komm doch schnell rein, du stehst ja im Wasser. Im Wasser? Ja. Du spinnst ja. Wo sind die Kinder? Ja, im Garten. Martina! Wasser abstellen!